Der Truppenübungsplatz Oberlausitz, direkt am Lausitzer Kohleabbaugebiet und an der Grenze zu Polen gelegen, ist einer der größten Plätze in Deutschland. Auf einer Fläche von 175 Quadratkilometern gilt es in der Zukunft, das umfangreiche Wegenetz von ca. 400 Kilometern mit dem neuesten Stand der Technik, umweltgerecht, ressourcenschonend, energieeffizient und wirtschaftlich zu unterhalten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kommen auch immer öfters auf Truppenübungsplätzen patentierte Maschinen aus der oberhessischen Ideenschmiede zum Einsatz. Auch hier zeigten Maschinen von Steyr eindrucksvoll ihre unübertroffene Leistungsfähigkeit. Mit einer Geschwindigkeit von 60 km in der Stunde sind diese schnellstens auf eigener Achse vor Ort. Es folgen nun 6 Arbeitsschritte, ausgeführt mit der Kombination Steyr SUG 35-T Wegepflegesystem für Forst- und Schotterstraßen mit Steyr Plattenverdichter SBV 80H3 mit seitlicher hydraulischer Verschiebung, Abfräsen der Bankette, Aufreißen bis auf Schlaglochtiefe, Mischen des vorhandenen Wegematerials, Anlegen eines seitlichen Spitzgraben, Profilieren sämtlicher Wegebauprofile, einschließlich Dachprofil und Verdichten. Dabei wird der Maschinist immer über den im Blickfeld angeordneten Computer über den Kraftstoffverbrauch, Verdichtungsgeschwindigkeit und Verdichtungsstand informiert. In Verbindung mit elektronischen Messsystemen, die eine intelligente, kraftstoffsparende Motor- und Hydrauliksteuerung bewirken, lässt sich enorm viel Kraftstoff einsparen und im gleichen Maße weniger CO2 erzeugen. Sieben doppelwirkende Hydraulikfunktionen, steuerbar über Load Sensing vom Schlepper aus mit nur einem Joystick-Steuerhebel. Diese Vorteile werden von immer mehr Anwendern und Auftraggebern erkannt. Sogar längere Lieferzeiten werden in Kauf genommen. Und dass es keine Gebrauchtmaschinen von Steyr auf dem Markt gibt, sagt noch mehr über die Qualität von Steyr. Weitere innovative Steyr-Ideen finden Sie unter www.steyr.com. Und unsere Baumaschinen live in Aktion unter www.steyr.tv.